Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind jetzt im unteren Teil der oberen Insel immer noch. Und ich hoffe mal, dass ich nicht beim Runterfallen hier sterbe. Natürlich kriege ich hier Fallschaden. Wir machen jetzt diesen Außenposten. Eventuell Missionen, die durch diesen Außenposten entstehen. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier meinen Kill bekommen. Meinen Tod von unten. Weil die nicht so nah am Wasser sind, wie ich dachte. Ich sehe einen Doggo, einen Sniper, einen Dicken. Doggos mache ich am wenigsten, muss ich sagen, weil ja, die dich einfach erschnüffeln und du kannst sie nicht leise ausschalten. Da ist ein Alarm, komme ich irgendwie so schnell hin. Schnell mal abhauen. Jetzt wird man selbst befreit. Ich hoffe, ich kann davon nicht dann auf mich schließen. Hier ist noch ein netter anderes Weg. Ist noch da? Was zur Hölle? Wie willst du mich hier durch irgendwas durchsehen? Okay, wo kamen die anderen her? Da war doch gerade noch einer. Ah, nicht so erfolgreich gelaufen. Schade. Ich habe gehofft, dass die einen einfach ausschalten, die mich dann einfach nicht sehen. Aber hat nicht so geklappt. Okay, hier haben wir noch eine Jagdaufgabe. Können wir gleich mal machen. Neue Fahrt des Jägersaufgaben, ja genau. Hier ist noch Loot. Gehen wir erstmal hier rein. Wenn ich den Weg finde. Hier. Genau. Dann gibt man Munition her. Man muss das voll. Oh, okay. Schade. Dann verkaufen wir nochmal alles, was wir haben. Und das ist die Memory Card. Der Laptop. So, dann können wir schon mal rausgehen. Speicherkarte Heroinformel. Diese Daten von einem afghanischen Drogenbaron, der sich auf die Heroinherstellung spezialisiert hat, enthalten nichts Neues. Es handelt sich um Details von der Bodenbeschaffenheit, Temperatur etc. für den Mohnanbau, über die Opiumernte bis hin zur Reinigung des Morphiums und Herstellung der Heroinbasis. Alles Informationen, die wir schon hatten. Wir raten davon ab, noch einmal Geld für den Ankauf seiner Geschäftsgeheimnisse auszugeben. Okay. Gut, dann haben wir noch die letzten 7 Stück. Das heißt, in jedem nächsten Außenposten müsste einer sein schon. Also unten dann auf der Insel. Und hier haben wir noch einen Jagdauftrag. Jage 3 Bären mit der am Ort gegebenen MP. Immerhin. So, dann haben wir hier auf diesem Teil halt auch alles bis auf die Schätze fertig und können dann nach zu Willis abhauen. Tod von unten fehlt noch. Geschützkits haben wir ja gemacht. Und daher... Ja, ist noch einiges offen. Das ist ganz schön weit weg, ne? Da ist doch der Fluss im Weg, oder? Hm. Ich glaube, dann lohnt es sich fast schon einfach da durchzulaufen. Au. Okay, nehmen wir das Jetski, fahren einfach mal schon mal ein Stückchen weiter entgegen. Hoffentlich kommt kein Krokodil und mich fressen. Ich mag ihn echt nicht so gerne.
Hier oben sind wir schon mal rübergelaufen, letzten Part. Gut eingepackt, würde ich sagen. Man kann sogar wieder zurückdrücken. Sehr nett. Den kennen wir auch schon, den Leuchtturm. Da waren wir auch schon. Da haben wir auch den Part heute angefangen, ne? Genau. Nachgeladen habe ich anscheinend. Links von uns sind Autos, gefällt mir schon sehr gut. Kann man direkt hinfahren. MP nehmen, Bären töten, Badtown gehen. Vielleicht noch vorher die Schredderwaffe wiederholen. Aber die werde ich gleich wieder ablegen. Oh, das ist natürlich ein kaputtes Auto. Freunde, ich bräuchte den mal. Danke. Achtung, Bär, ja, viel Spaß. Das ist nicht mein Problem. Ich hab zu tun, Freunde. Ich glaube, hier war ich auch schon abgelootet, oder? Ich meine, ja. Mit der Scorpion, okay. Bären töten. Okay, die frisst ganz schön Munition, die macht echt wenig Schaden. Wuhu. Wo war das Ding? Hier vorne. Pelze brauche ich ja nicht, von daher lass ich mal liegen. Da hinten ist eine Höhle, wahrscheinlich soll ich in die Höhle reingehen, ne? Ich hätte vielleicht meine eigene Skorpion mitnehmen sollen, aber ich wusste nicht, dass ich einen Skorpion brauche. Das ist der nächste oder beziehungsweise der letzte sogar schon. MP-Jagd, Bären. Ich finde das Waffe aber eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Mein Schredder ist jetzt noch da, ansonsten ja, müssen wir Bertrand noch mal zum Shop gehen. Aber ich kann mal kurz gucken, ob sie da ist. Dürfte wahrscheinlich schon die Spawn sein. Ja. Danke für nichts, Spiel. Und wir nehmen die Grasmunition mit. So, dann haben wir alles gemacht, bis auf die Rennen und sowas. Aber wie gesagt, da habe ich nicht so die Motivation zu. Ab nach Badtown. Und hoffentlich dann die südliche Insel angucken. Dann können wir erst wieder mal Geld sinnvoll ausgeben. Hallo. Einzigartige Waffen, Schredder ausrüsten, auf die 1. Munition nochmal voll kaufen, aber muss ich gar nicht. Ich hab ein bisschen was zum Verkaufen. Und hallo Willis. Ich liebe den Flammenwerfer. Naja, es geht. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen? Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu.
Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn du Joyce, Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich okay. Hab noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Okay. Interessant, würde ich sagen. Sprich mit Wallace. Verlasse die Hütte, okay. Hütte verlassen. Geht zu den Reisfeldern. Die Reisfelder sind wo? Unten? Nein, die sind da oben. Meh. Dann ab zu Camp Mord und von da aus dann weiter. Hier geht's raus. 400 Meter und natürlich nichts zum Looten in der Nähe. Nichts zum Erfahren in der Nähe. Wie so häufig. Hier ist auch noch irgendwie so ein kleiner Ort zum Looten. Ne? Laufen, glaube ich, direkt drauf zu, wenn ich hier so gehe. Können wir gleich mal gucken. Immer diese steilen Wände, wo man nicht hochkommt, ey. Ich hasse es. Müsste ich langsam mal kommen? Hier vorne ist es okay. Wir einfach tote Leute. Verstehe nicht so ganz, aber gut. Okay, das Ding ist anscheinend nicht hier. Natürlich ist das hier hinter. Klar. Und wo bist du? Ist auch hier vorne. Okay. Dann nehmen wir es doch mit. Jetzt können wir aber straight dahin laufen, oder? Gibt es denn was in der Nähe, was ich unbedingt mitnehme? Ich kann die Beutekiste schnell holen, dann habe ich das auch hinter mir. Und wir sind ja quasi daneben. Wir kommen sogar ein bisschen näher. Gib mal Route ab hier. Ah, hier ist ein Tempel. Ich glaube, hier war ich schon. Ich glaube, ich hätte mit reinspringen müssen, ne? Das ist unter Tage. Oder bin ich dran vorbeigelaufen? Okay, wir können nicht nach unten. Schade. Hätte ja sein können. Au! Ich dachte, ich kann einfach rüberlaufen und schaffe das schon. Ich hasse Schlangen übrigens. Hier gibt's Geld. Geld ist cool. $10, $8 und ein bisschen Munition. Okay, wie komme ich jetzt weiter? Also ich sehe, dass ich da hinkomme. Also da kann ich halt rausklettern. Okay, hier geht's hoch. Anscheinend. Mensch, das Jump and Run. Vor allem, wenn der Jump nicht funktioniert und nur der Run geht. Okay, gut. Ging doch recht gut, aber nicht so optimal, wie ich dachte. Also es war schon ein bisschen komisch gerade, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir tatsächlich alles gelootet, was ich hier looten konnte. Das heißt, ab... Ja, ich weiß, dass ich 4 Skillpunkte habe. Was soll ich denn skillen? Ich will so alles gar nicht haben. Das interessiert mich doch nicht. Hier gib mir den Granaten-Takedown. Okay, dreifache EGP für das erste und 5 für die Explosion dann. Ist halt auch so ein Ding, was man so einmal gefühlt benutzen kann, danach ist es komplett useless. Reisfelder. Aber meint ihr nicht irgendwas von Bearstown? Ich bin in Bearstown. Bearstown, okay. Ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Keine Aufmerksamkeit. Ich könnte ja einfach erschießen, ne? Heute darf sie nicht bemerken. Ich sehe heute auch leider nicht. Ansonsten könnte ich ihn einfach erschießen.
Ich glaube, das ist extra für diese Mission hier hingepackt. Unser Tower ist schon relativ voll. Wir haben ja auch schon relativ viel gesammelt. Und auch einige Skills schon. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Muss ich irgendwas machen eigentlich? Nur das Spiel mach's selber. Lauf! Siehst du den roten Streifen? Bitte vom Bienenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Ich muss den Kerl retten. Ich sehe das Gefühl, bevor Rongo getötet wird. Das waren zwei Schuss. Keine Attacke von unmöglich, schade. Ich habe vergessen, dass das ein Minenfeld ist. Irgendwas ist rechts von mir. Und links von mir auch. Ich sehe es nur nicht. Moment, ich kann doch einfach so machen, oder? Okay, ich sehe sie jetzt auf jeden Fall schon mal. Au! Hallo Freund. Kein Fan von dem Minenfeld. Ach, hier da Agent Lücken Willis drauf. Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Nein, sag uns jetzt. Such nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Ja, lass mich erstmal looten. Okay. Na komm, Rongo, geh weiter. Fähigkeitenpunkt? Braucht euch aufpassen. Hier ist doch gar nicht so weit. Okay, und jetzt? Ja, verteidigen, klar. Hey, deck mich, während ich suche. Hast du ein Geschütz hier vielleicht zum Aufbauen? Das war ein dritter, oder? Ich suche noch. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Au! Da war was einer. Hast du es bald rum? Boom.
Mal, mal nachladen wieder. Ja, komm her, Freund. Jetzt warte mal kurz, muss kurz noch durchladen, so. Ja, bin da, hallo. Hier fertig? Ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Mhm. Die Kamera sah ziemlich aus, muss ich sagen. Ich dachte, er schlägt uns jetzt oder sowas. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Ein Mann namens Hoyt. Alte Straße also. Fangen den Konvoi von Oliver ab. Okay, kriegen wir hin. Aber nicht mehr in diesem Part. Gibt's noch was anderes zum Looten zufälligerweise? Hier gibt's noch einen Punkt. Wo ist denn die alte Straße? Okay, da vorne. Okay, hier ist keine Tür. Hoyt Volker. Hoyt Volker, seit Jahrzehnten durchkämme ich Hoyts Akten. Folgendes weiß ich sicher. Er betreibt den größten Sklaven-, Drogen- und Waffenhandelsring im Südpazifik und befehligt einen Privatarmee aus blutrünstigen Söldnern. Er behauptet, aus einer Bergarbeiterfamilie zu stammen. Es gibt aber keine Beweise. Im Grunde weiß keiner, wo der Kerl herkommt. Verflucht. Der Kerl könnte sogar aus Kolumbien oder einer Ölfirma sein. Okay. Spannend. Nein, hat Scharfschütze. Nice. Wahrscheinlich, dass man einfach länger Luft anhalten kann oder so. Beim Zielen. Dann würde ich aber sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.